den Nichtausschluss der russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten ist unvorstellbar eigentlich. Er ist enttäuschend, die Entscheidung ist mutlos und sie trifft viele Menschen, die einfach den Kopf schütteln, dass man hier nicht die Kraft hatte, sich auch international über Regelwerke hinweg auf die Seite der Menschlichkeit zu stellen. Hier wurde mit Regelwerk argumentiert, während ohne Regeln in der Ukraine geschossen und gemordet wird. Wie wollen wir den Menschen klar machen, dass der Sport auch für Werte steht? Das hat heute das IPC in seiner Führungsspitze versäumt. Unser Weg wird zu den ukrainischen Freunden sein, um dort ihnen zu sagen, wir bleiben stark an eurer Seite. Das, was heute Abend geschehen ist, war eine dunkle Seite in der Geschichte des Internationalen Paralympischen Komitees. Sie haben sich auf das Regelwerk zurückgezogen und betreiben einen Etikettenschwindel, indem sie durch Abkleben von Symbolen und Abnehmen von Fahnen und andere Bezeichnungen für die Athleten, wo der Name Russland, Russisch und Belarussisch und Belarus nicht vorkommen, das ist Etikettenschwindel.